So, meine lieben Freunde, lass es geschehen, die du herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Quest. Und wir haben ein neues Update. Und zwar gibt es hier diese wunderschönen Boote. Und was steht da? Shipwreck. Use Quest Energy to explore this wreck. You get at least 156 gold and possible more. Ich glaube, wir haben unten gar keins. Das ist das Niedrigste. Vorher werden wir aber nochmal uns darum kümmern. Ja, hier wurden richtig viele Updates gemacht jetzt. So ein bisschen FFX. Der Magier sieht ein bisschen anders aus. Das ist halt echt cool gemacht, Mann. Holy shit. Gefällt mir bis jetzt. Wir haben auch schon also ziemlich viel erreicht. Wir sind jetzt bei den Wizards. Haben wir schon jeden einzelnen Anzug und alles, was dazugehört. Bei den Barbaren fehlt uns noch ein. Bei den Uchas fehlt uns auch noch ein. Giant fehlt uns noch. Goblin. Packer haben wir jetzt schon auf Level 6 und ich glaube hier so das OP-ste, was geht irgendwie. 30% Chance für einen weiteren Strike, der halt 100% von meinem vollen Schaden macht, also 1009 an dem nächsten Ziel das trifft. Wir müssen mal gucken, was wir dann als nächstes upgraden. Aber für die Goblins würde ich halt gerne diese andere Waffe noch haben, die halt eine Chance hat, dass du dreimal hättest, anstatt nur einmal. So, wir machen aber erstmal das hier fertig, ne? Dafür gibt es nämlich 1000 extra Gold und die werden wir uns auf jeden Fall holen. Die haben auch hier so ein bisschen angepasst. Ihr seht schon, hier sehen die Uchas. Man sieht jetzt die Kombos, die man hat. Hier hat man eine Dreier-Kombo, hier hat man eine Vierer-Kombo. Das haben die so visuell ein bisschen angehoben. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich finde das cool. So, dann machen wir mal das hier. Die Kombo ist knackig. Wir könnten jetzt, wir schieben den nach oben, machen die Barbaren-Kombo. Dann sollte hier fast alles weg sein. Dann nehmen wir die Riesen. Ja, ne, das wäre Overkill. Ja, die beiden. Die drei meine ich. Habt ihr gesehen? So das Update, wenn man in die neue Stage kommt. Ist echt cool. Wir benutzen hier unsere Bomben. Weil die hier ultra viel Flächenschaden machen. Ja, da können wir alle benutzen. Und der Flächenschaden lohnt sich halt. Und in der letzten Stage, ja, wir müssen die komplette Stage klären. Also wir benutzen das hier. Genau, und dann am Ende die Barbaren. Let's go. Oh oh. Das könnte eng werden jetzt. Nee, doch nicht. Hatte schon gedacht, jetzt wird's eng. Na, und dann seht ihr unten die Karre. Da gibt's dann 1000 oben drauf. Lohnt sich. So, und dann gucken wir uns das mal an. Wir sind in der Season. Sind wir in Liga 2. Ich finde, das ist für Nicht-Kaufen schon ganz gut. Ne? Stay in Current League Level. Ne? Da gibt's nämlich eine Chest noch dazu. Und da gucken wir halt, dass wir irgendwann abkommen. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden. So, wir gehen mal in das Schiff und schauen uns jetzt mal an, was man hier so exploren kann. Use Quest Energy to explore this wreck. Ja, okay. Let's go. Oh. Was? Ach so, das heißt, man muss nicht kämpfen. Okay. Hier ist auch noch eins. Das heißt, wir könnten die ganze Zeit so machen, ohne dass wir fallen und würden immer irgendwas bekommen. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Ich habe mir das irgendwie geiler vorgestellt. Aber da soll ja auch noch ein bisschen was anderes kommen. Da sollen ja auch noch ein paar Updates kommen. Wir müssen auch mal gucken, wo wir jetzt irgendwann hier drei Dinger schaffen. We have completed 66% of this level. In your best try. Ja, das ist... Oh. Ah, komm, wir probieren es einfach mal aus. Ist egal. Hauptsache, wir schaffen das irgendwie mal. Das ist halt jetzt schon eine wilde Kombo hier. Ne, mit den Archers. Wir machen aber erstmal das durch. Mal gucken, wie weit sie kommen. Aber die
die Archer-Kombos riesig, ne? Wenn wir jetzt die noch verbinden könnten da. Das geht aber nicht, wir können nur die verbinden. Na, dann hätten wir wenigstens fast alle down. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Combo mehr. Wir haben keine starke Combo mehr, das ist jetzt das Problem. Wir können jetzt hier die Feuerbälle einsetzen. Das hilft uns schon mal ein bisschen. Und dann könnten wir... Hiermit würden wir 1, 2, 3 down kriegen und hier mit nur 2 und einen halben machen wir so. So, und jetzt ist das Problem. Jetzt können wir die Wand aufmachen. Wir haben halt für das Ende keine Kombo mehr, ne? Das ist halt das große Problem. Wir können jetzt mit den Packern rein, die machen 3. Und dann haben wir das hier noch. Ja. Und das war's. Und jetzt glaube ich, das höchste... Also wir haben höhere Prozente geschafft auf jeden Fall, aber wir schaffen das einfach nicht ganz. Wir haben am Anfang... Wir haben am Anfang zu viel gekombot. Das ist aber das große Problem. Das so reinzumachen, dass wir da am Anfang nicht so viel komboen. Hier sind jetzt die Archers. Ich weiß nicht, den Feuerball können wir halt am Anfang nicht setzen. Das Problem ist, hier ist der wichtiger, weil wir hier die Inferno-Türme haben. Und wenn wir hier diese Dreiermaschine da aus, also diesen Dreierparcours da aushebeln können, dann wäre das schon ein bisschen besser, als wenn wir hier unten... Aber wir setzen erstmal die Combo und dann gucken, wie weit wir damit kommen. Oder wir machen... Ja, wir machen erstmal die. Wir könnten die Riesen-Combo machen. Wir machen die Riesen-Combo. So, und jetzt machen wir Feuerball. Sachen erstmal weg. Jetzt müssen wir halt gucken, was. Ja, das wäre eine gute Kombo. Aber dann haben wir am Ende wieder keine. Wir haben am Ende nur die Packer. Jesus. Ah, wir könnten mal gucken. Ah, komm, Baby. Ach, der Packer, Alter. Wichser. Junge, wir haben noch eine Wand, die wir aufmachen müssen. Alter, zwei weggespawnt. Na, schaffen wir nicht. Wir brauchen da mehr Einheiten. Da fehlt uns definitiv hier und da noch eine Einheit irgendwie. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da fehlt uns noch irgendwas. Weil ich will halt... Ich will halt irgendwie schaffen, die Kiste zu kriegen. Also wir haben hier schon wenigstens geschafft, das alles zu bekommen. Hier oben sind ein paar neue Level. Shock Shores, ja, da sind wir hier oben. Ach, guck mal hier. Wenn wir 244, wir müssten noch einen Stern holen. Dann könnten wir auch bald den Bomber freischalten. Um Gottes Willen. Hier haben wir gerade eins geschafft, was? Das versuchen wir jetzt, Leute. Komm, wir brauchen eine gute... Das Schlimmste ist, dass man hier auch, ne, das sind so Sachen, die ich übelst hasse. Boah, der Magier macht guten AOE. Na, machen wir mal. Das Ding ist, was ich halt hier übertrieben hasse, ist halt dieses Ragebook. Ne, dieses Ragebook bringt gar nichts. Das raget halt immer nur eine einzige Einheit. So, können wir die Stage schaffen hier? That's the question. Wir können auch nicht diese Combo hier benutzen. Wir können nur ein Magier benutzen. Ne? Dieses Ragebuch ist komplett nutzlos. Das ist aber gut hier. Wir machen erstmal den Packer, damit der einen Inferno wegkriegt. Dann einen Magierschuss. Jetzt haben wir die Kobold-Combo. Ja, Mann. Jetzt fehlt uns wieder am Ende. Boah, ich glaub das nicht, ne?
Die drei Magier können uns regeln. Nee, die regeln es nicht. Wir machen so. Und dann brennt er immer. Nee. Oh, das war so schlecht. Wir müssen das doch schaffen. Oh, dieses Rage-Buch ist so Krebs. Oh, das ist lecker. Schmeckt. So. Pegger. Dann machen wir das hier. Dann setzen wir... Upski. Handy nicht wegwerfen hier. Zack. Blitzi. Blitzi. Uff, wir könnten halt hier komplett wegpenetrieren, ne? Egal, wir machen. Komm. So. Den Packer. Und dann machen wir nochmal einen Schlussstrich mit dem Packer. Dann haben wir eine Stage geklärt. So, das kostet mich aber kein Zug, aber das ist halt trotzdem Bullshit. Wenn wir ehrlich sind, das ist trotzdem Bullshit. Es ist legit trotzdem Bullshit. Aber wir haben eine neue Insel unlocked. Wir haben einen Stern bekommen. Resource. Collect stars from chests to unlock islands. Ach so. Lol. Das ist ja niedlich. So, wenn wir das durchspielen, dann gibt es den Bomber neu dazu. Und dann geht es auch weiter nach oben, ne? Da kommt dann irgendwann Baby Dragon. Aber bis dahin dauert das noch. Also, wir sind zwar schon gut weit Free-to-Play gekommen, bis jetzt. Aber wir sind halt noch nicht so weit, ne? Wir machen jetzt noch den ein und gucken mal, wie weit wir kommen. Aber es ist halt auch RNG, ne? Wenn du am Anfang gleich sowas hier hast. Ufti, dufti. Ja. Der Rage war hier ganz gut. Jetzt könnten wir die zwei Infernos noch wegkriegen. Wir machen das so. Dann verlieren wir vorne nur den einen. Gott, ist das schwierig. Hier können wir zappen. Zappen wir den da. Hier bum bum. Und bum bum. So. Ah, wir haben. Ja, wir kriegen drei Gebäude weg. Ja, drei Gebäude kriegen wir wenigstens weg. Der eine kleine Krümel geht weg. Ach so, die sind beide runtergefahren. Ja, lol. RIP, das habe ich nicht gesehen. Oh, sonst hätte ich die jetzt wegmachen können. Wäre egal. Wir sind auf dem nächsten Level. Ist aber nicht so schlimm. Jo, dann sage ich danke fürs Zusehen, YouTube. Es war auf jeden Fall eine spaßige Runde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.